Hallo ihr Lieben, ich habe hier in der linken Hand 7 Mascara und diese 7 Mascaras, also diese 7 Wimperntuschen möchte ich euch vorstellen. Das ist kein First Impression, sondern generell ein Eindruck, den ich von diesen Mascaras habe, wie ich die empfunden habe, und das möchte ich euch heute mal mitteilen. Wir haben die Firma Too Faced, Max Factor, Chanel, Sephora, Lancôme, Alverde und Catrice. Das heißt, es sind 3 an der Zahl, die aus dem Drogeriemarkt sind, und 4, naja, High-End. Sephora ist Sephora High-End, das ist so ein Mittelding zwischen High-End und Drogerie. Also ein Mittelding, 3 High-End und 3 Drogerie. Produkte. So, beginnen wir doch mal mit der kleinsten. Da habe ich zum Glück nur so eine Reisegröße. Diese Mascara hat einen tollen Namen, die nennt sich Better Than Sex, also besser als Sex. Okay, war ich sehr gespannt. Also für mich ist diese Mascara leider nicht geeignet, weil sie hat ein ganz tolles Bürstchen. Das ist ein, also die gibt unglaublich viel Farbe ab, aber sie ist für mich, also für oben so zum Nachtuschen ist sie wunderbar, aber für die unteren Wimpern ist sie für mich, ist das Bürstchen zu dick. Also es ist eine schöne Farbabgabe, verschmiert auch nicht über den Tag, kann man jetzt Damen empfehlen, die schöne, lange Wimpern haben. Ich glaube, die Molly, die mag die, glaube ich, sehr gerne. Ich habe das irgendwie in einem Video bei ihr mal gesehen, da hat sie die, glaube ich, benutzt. Ich kann sie leider nicht benutzen, was ich sehr schade finde, aber das ist eine sehr schöne Mascara. Ist eine relativ neue Marke, junge Marke, also Too Faced ist ja jetzt noch nicht so alt wie L'Oreal oder Max Factor. Ja, also gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen weiter. Sie ist schön, aber für mich ist sie zu dick. Also, aber sie ist, also kriegt ein Lob. Fällt nicht durch. Nur leider kann ich sie nicht benutzen, weil, wie gesagt, das Bürstchen für mich zu dick ist. Bleiben wir bei High End. Das ist auch so ein absoluter Klassiker. Das ist die Hypnose Volume Apporté von Lancôme. Sehr schöne Verpackung, kennt ihr. Hat ein tolles Bürstchen. Tolles Präzisionsbürstchen, geht so konisch zu, also wird vorne etwas schmaler, kann man sehr schön die Augen, also die Wimpern mit tuschen, sowohl unten als auch oben. Eine tolle Farbabgabe, hält über den ganzen Tag, hält aber auch nicht länger als ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr spätestens wird sie irgendwie trocken. Gut, man benutzt ja, wie gesagt, ein halbes Jahr, wenn man sie jeden Tag benutzt, hält so ein Ding, glaube ich, nicht ein halbes Jahr. Aber man hat ja so mehrere und wechselt immer so ein bisschen hin und her. Aber nach einem halben Jahr wird sie doch ziemlich trocken und dann bröselt. Dann bröselt sie auch. Aber wie gesagt, wenn man sich jetzt eine kaufen möchte im High-End-Bereich, ist die sehr zu empfehlen. Lässt sich auch ganz toll, was für mich auch mal wichtig ist, wie lässt sich eine Mascara abschminken? Jetzt mit einem normalen Augen-Make-up-Entferner oder eben auch mit, es gibt ja auch diese Micellenwasser oder so ein Reinigungsschaum, milde Reinigungsschaum von Caudalie zum Beispiel, wo man auch das Augen-Make-up mit entfernen kann. Das geht wunderbar mit der, das geht nicht mit allen. Ich weiß ja nicht, was da so drin ist. Also die ist auch sehr zu empfehlen und immer, ne? Also selbst nach einem halben Jahr sollte das, dieser Verschluss so aussehen. Also immer abwischen, nach jedem benutzen, weil es bleiben immer Farbreste hier oben am Verschluss hängen. Und dann kriegt er das nicht richtig zu und dann verschließt das Produkt nicht, dann trocknet es ein. Und auch nicht pumpen, habe ich schon mal erklärt, ein ganzes Video zu gemacht. Immer nur rein und wieder raus. Ihr müsst da jetzt nicht wie verrückt pumpen, da ist genug Farbe dran. So, sehr gut. Sephora. Da habe ich mich ja sehr gefreut, als Sephora hier letztes Jahr im Herbst so einen Store eröffnet hat. Das ist die Cinescope, die ist jetzt, wie gesagt, im mittleren Preisbereich, Preissegment. Am Anfang war ich total begeistert. Hat auch ein sehr schönes Bürstchen. Für nicht so lange, voluminöse Wimpern. Hat eine super tolle Farbabgabe. Aber so nach so ein paar Wochen
merkte ich, dass sie klumpte, obwohl ich es immer gut verschloss, sie klumpte. Und was sich wirklich dramatisch erwies, ist diese Abschminkroutine mit dieser Mascara. Also da musste ich doch mehrere Gänge machen, um jetzt mein Augen-Make-up total, also alles von den Wimpern abzubekommen. Also gestaltete sich etwas schwierig. Sie ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, also um Gottes Willen nie wieder diese von Sephora, aber ich glaube, ich kaufe sie mir nicht mehr. Was ganz gut war, wenn ich jetzt ein Produkt benutzt habe, wie zum Beispiel die Alverde, da komme ich gleich dazu, die relativ wenig Farbabgabe hat, dann bin ich nochmal mit der drüber gegangen, weil die doch sehr... Es gibt ja auch solche Wimperntuschen, wo so kleine Partikelchen drin sind, so Härchen, ne, wo man dann wie so eine Wimpernverlängerung das ist. Also dafür zum Nachtuschen geeignet, am Anfang auch okay, zum Nachtuschen wunderbar, zum Abmachen. Okay, dann haben wir diese. Das äußere Erscheinungsbild hat mich sehr angesprochen mit diesem Krönchen von Max Factor. Ich bin ein Fan von Max Factor, aber die Mascara... Die hat mich nicht überzeugt. Ich habe sie jetzt nicht nur wegen des Krönchens gekauft, weil das Krönchen toll aussieht, obwohl es natürlich eine sehr schöne Verpackung ist. Aber die haben ja dieses kleine Bürstchen hier unten dran. Dieses Bürstchen soll man ja für die unteren Wimpern benutzen. Und die hat auch so einen Schwung. Also ich konnte damit nicht umgehen. Also vielleicht bin ich zu blöd dazu. Keine Ahnung, also ich hatte meine Probleme damit. Es sind meine Empfindungen, es ist, ne, meine Eindrücke, die ich habe. Also ne, wenn jetzt jemand was das anders empfindet, also bitte, ihr müsst euch jetzt nicht angesprochen fühlen. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra, was ich sage. Es sind meine Eindrücke, die ich mit diesen Produkten habe. Also ich finde... Ja, es gibt bessere. Wenn man jetzt die nur kennt, ist es okay, aber es gibt bessere. Die würde ich jetzt auch nicht wieder kaufen. Das nächste Ding ist diese Glam & Doll von Catrice. Dann habe ich gesagt, okay, habe ich aus Versehen eine wasserfeste gegriffen. Und da braucht man ja wieder einen speziellen Augen-Make-up-Entferner oder man nimmt Kokosöl. Also die hatte auch ein schönes Bürstchen, ein schmales Bürstchen. Auch so ein bisschen geschwungen. Gut, jetzt für 3 Euro knapp kann man jetzt nicht so viel erwarten. Sie ist gut. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist gut für ein kleines Budget durchaus zu empfehlen. Aber, denn ehrlich gesagt, finde ich die von Alverde, die kostet vielleicht 1 Euro mehr. Bin ich von der überzeugt. Erstmal ist es ein Bio, Alverde ist ja ein Bioprodukt von DM. Und das ist die Volumenmascara. Die, mit der war ich wirklich sehr zufrieden. Die schmiert allerdings auch ein bisschen. Ich glaube, die perfekte Mascara für sich zu finden, das ist ein Akt. Das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, wenn man, und ich pumpe nicht, dass hier immer sehr viel Farbe am Ende ist. Und da muss man höllisch aufpassen, dass entweder schmiert man es wieder ab oder man hat es dann irgendwie auf dem Augenlid hängen. Man muss... so 3-4 Mal kräftig tuschen. Also es ist nicht jetzt, wo man sagt, wow, ich trage das einmal auf und das war's dann. Also man muss mehrmals nachgehen. Aber 3,95 Euro in dem Dreh kostet die. Das ist ja unterschiedlich von Drogerie oder manchmal haben die auch Prozente, ne? Diese Kosmetikhersteller wie Max Factor oder Maybelline oder L'Oreal, wo die sagen 20%. Also ich habe die regulär gekauft, um die 4 Euro war das. Lässt sich auch schön abschminken. Alverde Naturkosmetik Mascara. So, und jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist ja nun doof, ne? Also es tut mir leid, aber ich bin wieder zu meinem alten Favoriten zurückgekehrt. Das ist die Chanel Le Volume. Diese habe ich vor Jahren entdeckt für mich. Und ihr seht das jetzt vielleicht. Man geht da einmal drüber und man hat sofort... Diese wahnsinnig tollen, schwarzen, voluminösen Wimpern. Und auch unten, da schmiert nichts, da bröckelt nichts über den Tag. Lässt sich auch toll abschminken. Kostet so um die 30 Euro. Auch ein feines Bürstchen. Das ist ein Klassiker. Das ist einfach ein Klassiker von Chanel. Und ja, oft ist es ja so, dass wir schon mal ein tolles Produkt hatten. Und dann driften wir ab und denken, ach, naja,
Man kann sich auch mal so preiswerte, na klar kann man, aber oft, es ist wirklich verrückt. Ich möchte jetzt nicht hier nur für hochwertige Produkte werben, aber oft ist weniger mehr. Das heißt, wir können uns jetzt, ich habe zum Beispiel hier jetzt 4 Mascara, die ich mir nicht unbedingt wieder kaufen würde. Und wenn ich mir das zusammenzähle, sind die teurer, als wenn ich mir einfach nur die gekauft hätte und mit der ein halbes Jahr getuscht, meine Wimpern getuscht hätte. Oft ist, wenn man etwas zu Preiswertes kauft, ist das teurer, weil man ja doch wieder zu dem zurückkehrt, was man eigentlich mag und toll fand, aber dann wollte man vielleicht an einer falschen Stelle sparen oder man konnte sie sich gerade nicht leisten. Gut, also Chanel ist mein absoluter Favorit von den High-End-Produkten, die ich hier heute vorgestellt habe, und dann die Alverde. Also diese beiden. Diese beiden kann ich, also würde ich jetzt, das ist mein Empfinden, die würde ich euch jetzt wärmstens weiterempfehlen. Ein Produkt um die 4 Euro, diese um die 30 Euro. Ist natürlich ein krasser Unterschied. Ich habe auch, die habe ich jetzt aber schon weggeschmissen. Ich hatte auch von L'Oreal welche und da war ich auch nicht besonders zufrieden mit. Diese neuen, dieser goldenen Verpackung, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Also ich habe wirklich eine Menge probiert und ich möchte mich jetzt auch nicht hier hinsetzen mit einer Mascara und sagen, so, die ist es jetzt und alle anderen sind doof. Also ich habe sie wirklich getestet über mehrere Wochen und auch Monate und komme zu dem Fazit, dass, wie gesagt, Chanel und Alverde hat mich persönlich sehr überzeugt. Die, leider ist das Bürstchen zu dick für mich, aber ist auch eine sehr schöne von Too Faced. So, und falls ihr euch fragen solltet, was hat die denn eigentlich auf den Augen heute drauf? Also ich habe auf den Augen auch ein Produkt von Chanel drauf. Das ist dieser Creamy Eyeshadow Illusion d'Ombre in der Farbe 83 Illusoire. Der, ich zeige euch den mal, ich halte den mal in die Kamera. So, nee, hier müsste der jetzt scharf gestellt sein. Ansonsten swatche ich den gerne, aber ich gehe mit dem Finger rein. Man kann den mit dem Finger auftragen oder auch, so, seht ihr das? Ja, ich glaube, das sieht man ganz gut. Das ist eine Farbe, ja, das ist ein glänzender, aber es ist jetzt nicht so glänzend, das ist so verhalten glänzend, so, also sehr zurückhaltend glänzend. Das ist eine Mischung aus einem Grau, aus einem Lila, aus einem Topi, Pinky, Minky, Lilacly, das ist so. Und diese Farbe ist jetzt nicht irgendwie eine Limited Edition, das ist ein Klassiker bei Chanel, den gibt es schon sehr lange. Ich habe den, wie gesagt, schon über ein Jahr. Ich hatte den vorher auch schon mal, aber irgendwann nach 3 Jahren fallen die so in sich zusammen und werden so bröselig. Das ist ein Produkt, was ich auch immer wieder kaufen werde, weil, wie gesagt, ein Klassiker, eine Farbe passt zu allen, zu jedem Outfit, zu allen Augenfarben. Hat eine wahnsinnig tolle, weiche, softe Textur. Kann man, wie gesagt, mit den Fingern auftragen oder auch mit einem Pinsel. Man kann darunter einen Primer natürlich aufs Augenlid aufgeben. Aber man muss bei einem cremigen Produkt nicht unbedingt einen Primer benutzen. Allerdings, Damen, die jetzt ein etwas fettigeres, öligeres Augenlid haben, also über den Tag, das ist ja nicht morgens ölig, aber ne, über den Tag hinaus sondert ja das, die Haut so ein bisschen Fett ab, würde ich dann schon den Primer empfehlen. Also dieser Illusion d'Ombre, also ihr seht schon, ne, das ist jetzt hier eine Chanel-Werbung, für die ich nicht bezahlt werde. Es ist einfach mein Eindruck, dass ich mag sehr gern Bobbi Brown und auch andere Dinge, aber Chanel ist schon was sehr, sehr Hochwertiges. Und ja, nun gut. Ach so, und dann kann man, also das ist jetzt so für den Tag, man kann natürlich auch diesen cremigen Lidschatten jetzt noch ein bisschen kräftiger auftragen, indem man den Pinsel anfeuchtet. Dann wird das Produkt ein bisschen kräftiger und man kann sich dann einen richtig schönen Smoky Eye Look auch mit schminken. So, ihr Lieben, das war's. Ach so, und falls ihr noch wissen möchtet, was ich für einen Lippenstift trage, der ist von Bar Minerals vom letzten Sommer in der Farbe Cookie. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, was der Name Cookie für mich bedeutet. Also das ist, also mit diesen Mineralpigmenten, er ist matt. Ich habe ja 2018
gesagt, die Beauty-Trends, dass es weg von den matten Lippen geht, dass es jetzt wieder shiny, also dass es glänzender wird. Aber dann habe ich den und ich möchte den auch tragen. Das heißt, man muss eine wahnsinnig gute Pflege auf die Lippen geben, weil sonst trocknen die Dinger aus. Es ist leider so. Aber das ist auch echt so eine lovely Farbe. Ne? Das ist eine absolute, man kann sie nicht beschreiben. Ja, gut, Cookie, das ist ein Ton zwischen Rosé, pudriges Rosé. So ein Altrosé vielleicht, würde ich sagen. Also, ne? So ihr Lieben, das war's für heute. Also meine Eindrücke zu verschiedenen Wimperntuschen aus dem High-End-Bereich und aus dem Drogeriemarkt. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen habe. Das heißt weitergeholfen, ihr müsst letztendlich selber entscheiden. Aber man ist ja so manipulierbar und beeinflussbar. Und was andere Leute so sagen, also was die für Erfahrungen gemacht haben, dann, das hat man ja so im Hinterkopf. Aha, die hat gesagt, das ist gut, oder die hat gesagt, oh, das ist nicht so toll. Das ist einfach so, ob wir wollen oder nicht, wir sind manipulierbar. Aber es soll sich jeder natürlich selbst heraussuchen, was für ihn in Frage oder für sie in Frage kommt. Es sind alles immer nur Anregungen, die wir YouTuber hier geben. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis bald. Ciao!